zum Beispiel, aber das sind ja alles keine Nazi-Inhalte. Also mir fehlt da irgendwie, ich glaube, der Punkt ist auch, in der ganzen Diskussion wird der echte Nationalsozialismus total verharmlost. Uns ist nicht mehr klar, oder in der öffentlichen Diskussion wird nicht klar, was echte Nazis eigentlich sind. Echte Nazis, also die NSDAP, die Nationalsozialisten, die wollten... Hey Leute, was, wenn der Verfassungsschutz und das Robert-Koch-Institut gar nicht so unabhängig sind, wie sie vorgeben? In einem explosiven Interview bei Apollo News erklärt der bekannte Verfassungsrechtler Professor Volker Böhme-Nessler, wie Gesundheitsminister Lauterbach dem RKI-Chef angeblich vorschreibt, was er zu sagen hat. Und wie der Verfassungsschutz die AfD durch fragwürdige Einstufung öffentlich diskreditiert. Eine brisante Machtspielerei, die Fragen aufwirft. Sehen Sie selbst, wie unabhängige Institutionen in ihrem Einfluss eingeschränkt werden und was das für die AfD bedeutet. Auf geht's! Die Hürden für ein Parteiverbot sind sehr hoch. Ich halte das Verbot für unrealistisch. Ich halte den Antrag auch für verfassungsrechtlich gesehen irgendwie sinnlos. In der ganzen Diskussion wird der echte Nationalsozialismus total verharmlost. Uns ist nicht mehr klar, oder in der öffentlichen Diskussion wird nicht klar, was echte Nazis eigentlich sind. Die wollten die Demokratie abschaffen. Es ging um den Führerstaat. Die Nazis haben 6 Millionen Juden umgebracht. Die Nazis haben einen Weltkrieg entfesselt. Damit kann man nicht ernsthaft die AfD vergleichen. Auch dann nicht, wenn man einzelne durchgeknallte Äußerungen nimmt von Mitgliedern. Und da ist der Punkt. Das ist aber der Maßstab, um den es geht. Also in diese Richtung müsste es gehen, damit man eine Partei verbieten könnte. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch hier auf Apollo News. Das Thema schwelt gerade so ein bisschen unter der Oberfläche, ist aber hochbrisant. AfD-Verbot soll jetzt im Bundestag demnächst noch in diesem November abgestimmt werden, voraussichtlich. Und wir sprechen darüber mit Professor Volker Böhme-Nessler. Er ist Verfassungsrechtler an der Universität Oldenburg. Herzlich willkommen bei uns. Hallo, guten Tag. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und auch diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Hörner, Ihrem treuen Partner von Apollo News. Ja, Herr Böhme-Nessler, das AfD-Verbot war ja irgendwie schon lange in der Luft, aber es wurde eigentlich immer so abgetan. Das war Marco Wanderwitz, das war so ein bisschen eine Außenseite, aber jetzt hat man ja doch das Gefühl, es wird von immer mehr Abgeordneten unterstützt. Der Bundeskanzler hat sich schon so halb ausweichend geäußert, war erstmal dagegen, aber will auch abwarten, was noch kommt. Ja, wie realistisch sehen Sie gerade so die Chancen für dieses Verbot? Oder also, für den Antrag zumindest? Den Antrag, die Chancen für den Antrag, das ist ja, ja was anderes, die kann ich nicht so richtig beurteilen. Das kommt ja darauf an, ob es im Bundestag eine Mehrheit dafür gibt. Ja. Wenn die Mehrheit des Bundestages entscheidet, wir wollen den Antrag machen, dann wird der Bundestag das machen. Die Chancen für ein Verbot halte ich für ganz gering. Ich halte das Verbot für unrealistisch. Ich halte den Antrag auch für verfassungsrechtlich gesehen irgendwie sinnlos. Da können wir gleich noch genauer drüber reden. Aber der entscheidende Punkt ist, die Hürden für ein Parteiverbot sind sehr hoch. Das Grundgesetz setzt die Hürden sehr hoch. Das Bundesverfassungsgericht wendet die Kriterien auch sehr streng an. Und das hat alles auch einen historischen Hintergrund. Das hat natürlich mit der Nazizeit zu tun. Die Nazis waren die erste Partei, die direkt nach der Machtergreifung 1933, wenige Monate später, alle anderen politischen Parteien verboten haben. Und das Grundgesetz kann man insgesamt, das ist ja 1949 in Kraft getreten, das Grundgesetz kann man insgesamt als Antithese, als Gegenmodell zur Nazizeit sehen. Und deswegen ist ganz klar, Parteienverbote will das Grundgesetz nur ganz im äußersten Notfall zulassen. Mhm. Und diesen Notfall sehe ich in der Praxis nicht, in der politischen Realität nicht. Und deswegen halte ich das Parteienverbot für wenig erfolgversprechend. Ja, so Anhänger dieses Verbots argumentieren ja auch immer mit der Nazi-Zeit und sagen, wenn man 1932 jetzt die NSDAP verboten hätte, hätte man dann alles verhindern können. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber was ist eigentlich das zentrale Argument für dieses Parteiverbot? Ich finde das immer schwammig. Man hört dann immer so, ja, Menschenwürde. Also es ist ja sehr, sehr, sehr schwammig. Also was ist sozusagen, um welchen Punkt geht es da zentral eigentlich bei dieser Frage? Also es gibt zwei verfassungsrechtliche Kriterien, die erfüllt sein müssen. Und in der Diskussion versucht man zu suggerieren, dass diese Kriterien vielleicht erfüllt seien. Das sehe ich aber nicht so. Die beiden Kriterien sind erstens, die Partei muss darauf ausgehen,
von ihren Zielen her und von ihrem Reden her, von ihrer Programmatik her, die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen. Das ist sozusagen der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, sie muss auch aktiv was dafür tun, dieses Ziel zu erreichen. Und freiheitlich-demokratische Grundordnung, das sind so die, das ist nicht das ganze Grundgesetz, das sind aber die Kernelemente des Grundgesetzes. Und die Kernelemente sind tatsächlich zuerst mal Menschenwürde. Der wichtigste Satz im ganzen deutschen Recht steht in Artikel 1 Grundgesetz. Und dieser Satz heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das ist auch wieder die Reaktion auf die Nazi-Zeit. Die Nazi-Zeit war ja eine einzige Menschenrechtsverletzung, wenn man das so sieht. Die Menschenwürde hat überhaupt nichts gezählt. Es ging nicht um die Menschenwürde. Die ist mit Füßen getreten worden. Und deswegen sagt das Grundgesetz 1949, das wollen wir alles anders machen. Das soll nie wieder passieren. Und deswegen ist uns die Menschenwürde so wichtig. Und deswegen, also die Partei muss, wenn die, eine Partei, die verboten werden soll, die muss die Menschenwürde bekämpfen, die muss die Demokratie bekämpfen und die muss den Rechtsstaat bekämpfen. Das sind sozusagen, das ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung, wie es immer heißt. Das ist sozusagen der grundlegende, wichtigste Kern unserer Verfassung. Und da müsste man jetzt vor Gericht, oder wenn das Verfahren vor Gericht landet, vor dem Verfassungsgericht landet, dann würden die Verfassungsrichter sich angucken, was sagt die AfD, was will die AfD, was sind ihre Ziele, was steht im Programm, was steht in den, was sagen die politischen Vertreter in ihren Reden und so weiter. Und dann stellt sich die Frage, ist das gegen die Menschenwürde gerichtet, ist das gegen die Demokratie gerichtet und so weiter. Das wäre der Weg. Jetzt ist es eigentlich so, wenn man die AfD sich einfach programmatisch anguckt, was im Programm steht, findet man da jetzt wenig, was irgendwie klar verfassungswidrig ist. Aber es wird ja dann immer argumentiert mit sowas wie diesem Potsdam-Gate. Also wir haben undercover jemanden aufgenommen, wir haben irgendwelche Chatverläufe und da kommt dann sozusagen das wahre Gesicht so heraus. Irgendwelche junge Alternative, gut, gibt es immer auch ein paar, die irgendwas Verrücktes schreiben. Das wird immer so angeführt. Kann das überhaupt, sagen wir mal, vom Grundsatz her so ein Verbot irgendwie rechtfertigen? Weil das scheint ja doch die Schiene zu sein, auf der argumentiert wird. Weil reines Programm, da hört man ja wenig drüber, was daran jetzt so... Ja. Also das Verfassungsgericht sagt schon auch, verfassungsfeindliche Parteien, die die Verfassung angreifen wollen, die verstecken ja dann auch ihre Absichten. Das heißt, das Verfassungsgericht sagt auch, ja, wir gucken uns zuerst mal die Programmatik an, aber wenn wir da nichts finden, können wir auch gucken, ob heimlich unter der Decke verfassungsfeindliche Inhalte und bestehen und verfassungsfeindliche Aktionen geplant sind. Das schon. Aber der entscheidende Punkt ist, bei jeder verfassungsfeindlichen Äußerung zum Beispiel, die jemand macht, muss man die Frage stellen, ist das der gesamten Partei zuzurechnen? Sie haben es vorher selber schon angedeutet, in jeder Partei gibt es Extremisten, um es jetzt mal ganz klar zu sagen. Die gibt es natürlich bei der AfD auch, da gibt es Extremisten, es gibt möglicherweise auch Nazis, es gibt auch Nazis, die sich äußern. Aber das heißt nicht unbedingt, dass die ganze Partei eine extremistische Partei ist. Und da sehe ich zum Beispiel bei der AfD außer einzelnen Äußerungen von einzelnen Mitgliedern oder auch von höherrangigen Funktionären, das ist rechtspopulistisch, es ist sehr konservativ, es ist sehr kritisch gegenüber der unkontrollierten Immigration zum Beispiel. Aber das sind ja alles keine Nazi-Inhalte. Also mir fehlt da irgendwie, ich glaube, der Punkt ist auch, in der ganzen Diskussion wird der echte Nationalsozialismus total verharmlost. Uns ist nicht mehr klar oder in der öffentlichen Diskussion wird nicht klar, was echte Nazis eigentlich sind. Echte Nazis, also die NSDAP, die Nationalsozialisten, die wollten einen Führerstaat, die wollten die Demokratie abschaffen, es ging um den Führerstaat. Die wollten Juden ausrotten, das haben sie auch gemacht, oder jedenfalls zum Teil. Die Nazis haben 6 Millionen Juden umgebracht. Die Nazis haben einen Weltkrieg entfesselt, der zwischen 60 und 70, es gibt unterschiedliche Schätzungen, Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Damit kann man nicht ernsthaft die AfD vergleichen. Auch dann nicht, wenn man einzelne durchgeknallte Äußerungen nimmt von Mitgliedern. Und da ist der Punkt. Das ist aber der Maßstab, um den es geht. Also in diese Richtung müsste es gehen, damit man eine Partei verbieten könnte. Also in die Richtung der echten Nationalsozialisten. Das war übrigens auch bei, es gab ja in den letzten 15 Jahren oder 20 Jahren zwei Verbotsverfahren gegen die NPD.
Das ist eine ganz andere Kategorie, wenn man sich die NPD anguckt. Auch schon die Programmatik. Die NPD will einen Führerstaat. Die will ein ethnisch homogenes Volk haben zum Beispiel. Und alle Minderheiten werden diskriminiert. Das ist eine ganz andere Kategorie. Das finden Sie bei der AfD gar nicht. Ja. Abgesehen von einzelnen Äußerungen. Ja. Was ja dann immer angeführt wird gegen die AfD ist dieses, ja, oft nach außen hin gibt man sich so diese Fassade, aber im Hintergrund will man ja eigentlich auch genau das. Also NSDAP, Programmatik und so. Wie kann man eigentlich mit so einem Vorwurf umgehen? Ist ja irgendwie auch gar nicht falsifizierbar. Aber ich finde es also gut, die NSDAP hat ja eigentlich offen gesagt, was sie will. Das ist ja eigentlich das Erschreckende daran. Ja. Aber wie geht man mit diesem Argument um? Naja, man geht mit dem Argument um, dass man sagt, wer hat eigentlich Beweislast? Hm. Also es muss ja nicht die AfD permanent beweisen, dass sie keine Nazi-Partei ist, sondern eigentlich müssten die Kritiker beweisen und belegen mit Äußerungen, dass die AfD eben Nazi-Inhalte vertritt, geheim, im stillen Kämmerlein und so weiter. Insofern sind das erstmal Spekulationen und verhältnismäßig haltlose Vorwürfe. Und gerade dieses Treffen in Potsdam, da gab es ja eine ganze Reihe von Prozessen hinterher. Die meisten Äußerungen, die in der Presse gefallen sind über dieses, dieses Treffen in Potsdam, sind nicht haltbar, sind von Gerichten aufgehoben worden. Also im Endeffekt ist es tatsächlich so, das Einzige, was bleibt, es war tatsächlich jemand, der früher oder immer noch, das kann ich jetzt nicht beurteilen, Verbindungen zum Rechtsextremismus hatte, also Martin Sellner, und der dann Werbung gemacht hat für seine Idee und für sein Buch. Und es saßen ein paar ältere Herrschaften dabei, die sich das angehört haben. Das kann man nicht ernsthaft als Beleg dafür nehmen, dass die AfD eine Nazi-Partei ist. Was mich so ein bisschen irritiert an dieser Debatte um das AfD-Verbot ist, es war, wie gesagt, früher war es ja eine sehr Randposition und plötzlich, es rückt aber immer mehr in die Mitte. Und aber irgendwie die Gegenargumente dagegen, finde ich, die sind sehr schwach. Also es wird ganz oft nur argumentiert, so auf der Ebene von, na, das wäre gar nicht hilfreich oder das am Ende nutzt es der AfD oder so. Also sozusagen so taktische Argumente. Aber irgendwie sozusagen die grundsätzliche, ja, ich will fast schon sagen Empörung, dass man überhaupt sagt, naja, eine Partei, die in Deutschland 20%, im Osten 30% hat, zu verbieten, das ist ja eigentlich wahnwitzig. Wahnwitzig. Das ist ja wahnwitzig. Das finde ich auch. Das ist sowieso, das ist auch ein Argument dagegen natürlich. Das entscheidende Argument gegen das Parteiverbotsverfahren ist, dass wir in einer Demokratie leben, dass wir in einer Parteiendemokratie leben und dass die Freiheit der Parteien und der Meinungsäußerung der Normalfall ist. Und erst wenn es ganz schlimm wird und wenn die Existenz der Demokratie auf dem Spiel steht, dann kann man über ein Parteienverbot nachdenken. Das ist die ganz klare Ansage der Verfassung auch. Und so weit sind wir noch nicht. Was man einfach feststellt, ist, dass die Parteien, die die Bürger nicht mehr erreichen, eine andere Partei, die die Bürger besser erreicht und andere Wahlergebnisse einfährt, verbieten lassen wollen. Und das ist übrigens genau die Angst, die die Mütter und Väter des Grundgesetzes hatten, als sie über das Parteiverbot nachgedacht haben und überlegt haben, schreiben wir sowas rein ins Grundgesetz oder nicht. Es war genau die Angst, dass man sagt, dass befürchtet wurde, Parteien lassen ihre Konkurrenz verbieten. Und deswegen, und dann macht man ja den freien Parteienwettbewerb, den das Grundgesetz eigentlich will, kaputt. Und deswegen haben die gesagt, ja, wir, mit Bauchschmerzen lassen wir sozusagen, nehmen wir das Parteiverbot ins Grundgesetz auf, aber unter ganz strengen Voraussetzungen und übrigens auch so, dass nur ausschließlich das Bundesverfassungsgericht das entscheiden darf. Das ist dieses entscheidende Parteienprivileg. Das war eben vor dem Hintergrund, dass man sagt, naja, jetzt fangen irgendwelche, nicht dass eigentliche Parteien anfangen, ihre Konkurrenz verbieten zu lassen. Und genau das sehen wir im Augenblick. Das ist das, was die Mütter und Väter der Verfassung überhaupt nicht wollten. Kommen wir vielleicht doch nochmal sozusagen auf diesen ganzen NS-Vergleich, weil das ist ja eigentlich das Hauptargument. Es gibt jetzt so eine Kampagne, glaube ich, Zentrum Politische Schönheit, die sagen, ja, was wäre, wenn die NSDAP 1932 verboten worden wäre und so. Wie sehen Sie diese Argumentation, diesen Vergleich? Mal gut, mal abgesehen davon, dass die NSDAP, also oder Teilorganisationen auch immer wieder zwischenzeitlich verboten waren in der Weimarer Republik. Aber wie sehen Sie diesen Vergleich? Der ist völlig ahistorisch und er ist eine völlige Verharmlosung der NSDAP wiederum und er ist eine völlige Verharmlosung der Zustände, die es damals gab. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Wir haben eine stabile Demokratie. 32, Weimarer Republik, das war eine Demokratie, die in der Bevölkerung nicht angekommen war. Die hatte keinen großen Rückhalt in der Bevölkerung. Das war eine schwache, schwankende Demokratie. Es gab wenig Verteidiger der Demokratie zum Beispiel auch. Und es ist auch eine Verharmlosung der NSDAP, wenn man diesen Vergleich zieht, weil
Nicht nur inhaltlich, sondern auch von den Mitteln her ist die NSDAP ganz anders aufgetreten. Die hat ja die Gewalt auf die Straße gebracht. Die hat ja auch Gewalt eingesetzt, um sich durchzusetzen, auch in den Wahlkämpfen. Es gab diese furchtbaren Straßenschlachten gegen die politischen Gegner und so weiter. Politische Gegner sind eingeschüchtert worden, brutal misshandelt worden zum Beispiel. Mir ist völlig schleierhaft, wie man, wenn man das historisch vor Augen hat, wie die Situation war, wie man das mit heute vergleichen kann. Das ist mir völlig schleierhaft. Mir ist auch völlig schleierhaft, wie man, wenn man Ahnung davon hat, wie die echten Nazis waren, wie die NSDAP war, wie man dann auf die Idee kommen kann, auch nur ansatzweise die AfD damit zu vergleichen. Man muss die AfD ja nicht mögen, man muss sie auch nicht wählen. Wir leben ja in einer freien Demokratie. Aber mir ist schleierhaft, wie man die vor diesem historischen Hintergrund in die Nazi-Ecke stellen kann. Also dahinter steht ja immer dieses Argument wehrhafte Demokratie, und das heißt ja, wenn man es ganz runterbricht, eigentlich, wir verteidigen die Demokratie mit undemokratischen Mitteln ab irgendeinem Punkt, wenn es halt wirklich um Existenzkampf geht. Ist das eine legitime Lehre aus dieser Zeit? Ist das anwendbar? Weil, also das Geschichtsbild, was uns jetzt immer so vermittelt wird, gerade vom Ende der Weimarer Republik, ist ja immer so ein bisschen, ja, also erstens, Hitler ist ja völlig demokratisch an die Macht gekommen, das ist das eigentliche Problem mit legalen Mitteln. Obwohl wir eigentlich gerade schon gehört haben, dass extreme Gewalt eingesetzt wurde. Und zweitens, na gut, er ist eigentlich nur in die Macht gekommen, weil irgendwelche Konservativen ihn gelassen haben. Also Brüning und Hindenburg und so weiter. Ist es zutreffend, dieses Bild vom Untergang der Weimarer Republik? Ist das sozusagen vom Grundprinzip auch das, was irgendwie wir in diesem Staat so vorgesehen haben? Nein, das halte ich für unter historischen Gesichtspunkten schon wieder ein völlig schräger Vergleich oder völlig schiefer Vergleich. Hitler kam an die Macht vor allen Dingen aus zwei Gründen. Einer der Gründe war tatsächlich, es gab zu wenig Widerstand von denjenigen, die den Widerstand hätten leisten müssen. Also von Demokraten, von Vertretern der demokratischen Institutionen damals. Das ist schon richtig. Aber das hätte nicht so viel genützt, weil die Demokratie im Volk zum Beispiel nicht verwurzelt war, weil Hitler eben auch er hatte auch Zulauf aus dem Volk. Er hatte ja gute Wahlergebnisse zum Beispiel auch und die sich von Wahl zu Wahl verbessert haben auch. Und der letzte Punkt ist auch, man muss auch dieses Gewaltpotenzial und diese gewalttätige Dynamik sehen. Die haben wir heute auch nicht. Da hätte man also wirklich, alle Demokraten hätten ganz entschlossen dagegen arbeiten müssen. Das ging aber nicht, weil die Situation eine ganz andere. Wir hatten wirtschaftliche Schwierigkeiten, wir hatten unglaublich hohe Arbeitslosigkeit. Und die Leute sind Hitler ja auch nachgelaufen, weil er versprochen hat, ich schaffe Arbeitsplätze, es wird euch wieder besser gehen. Das waren ja die Wahlversprechen, die er gemacht hat. Und darauf haben die Leute, hat das Volk ja auch reagiert. Also man kann nicht sagen, naja, wenn Hindenburg ihn nicht ernannt hätte und wenn Brüning irgendwie ihn nicht gefördert hätte, dann wäre Hitler nicht an die Macht gekommen. Das stimmt so nicht. Und das heißt mit anderen Worten auch, abgesehen davon, dass wir... Also selbst wenn wir so eine Situation hätten, dann ist der Vergleich schief. Es ist nicht so, dass wir eine echte Nazi-Partei haben, die Demokratie kaputt machen will und dass wir deswegen zu den letzten Mitteln greifen müssen, die Hindenburg und Brüning nicht genommen haben, nämlich ein Parteiverbot. Die Situation ist einfach nicht so. Die AfD ist keine Nazi-Partei und wir haben keine Rahmenbedingungen wie 1932 am Ende der Weimarer Republik. Wir haben eine völlig andere Situation. Trotzdem, also interessant ist ja dieses historische Argument, was immer gebracht wird. Also irgendwann kommt es halt zu dem Punkt, wir können die Demokratie nur noch schützen durch diese undemokratischen Methoden. Deswegen haben wir in Deutschland so gewisse Besonderheiten auch im Unterschied zu anderen Demokratien. Also Verfassungsschutz ist ja so ein Beispiel, der relativ repressiv ist, was es ja eigentlich nicht gibt in anderen Demokratien. Überhaupt diese Idee des Parteienverbots, ist ja jetzt auch Deutschland der Einzige, der gerade diese Debatte führt. Und das wird ja immer alles so abgeleitet aus dem Nationalsozialismus. Also sind eigentlich diese ganzen Ideen, diese ganzen Lehren falsch, diese repressiven Ansätze? Oder ist das schon legitim, ist es nur falsch, das auf die AfD anzuwenden? Ja. Also es ist mindestens falsch, das auf die jetzige Situation und auf die AfD anzuwenden. Da habe ich gar keinen Zweifel dran. Man kann diskutieren, das wird auch unter Politikwissenschaftlern, unter Rechtswissenschaftlern diskutiert und das wurde auch ausführlich diskutiert, ob man tatsächlich das machen kann, was Sie gerade so beschrieben haben, ob man in der allergrößten Not die Demokratie auch mit undemokratischen Mitteln verteidigen darf.
Die Verfassung hat sich so entschieden. Also es gibt ja in der Verfassung dann die Möglichkeit für ein Parteienverbot. Es gibt auch in der Verfassung so was anderes, dass man Grundrechte verwirken kann, zum Beispiel unter bestimmten Voraussetzungen und so weiter. Das sind ja alles diese undemokratischen Mittel, um vielleicht die Demokratie zu schützen. Also die Verfassung hat sich dafür entschieden, dass das geht, aber weil es eben undemokratisch ist und die Demokratie dann undemokratisch wird, wenn sie diese Mittel einsetzt, deswegen geht das wirklich nur in allerletzter und allerhöchster Not. Schauen wir vielleicht noch ein bisschen auf die Frage, wie es jetzt auch politisch und weitergeht in diesem ganzen Verfahren. Also Scholz hat ja sinngemäß gesagt, er möchte das halt den Behörden überlassen und erstmal abwarten, was die so rausfinden. Also im Verfassungsschutz, Thema AfD-Verbot. Und der Verfassungsschutz, der rüstet ja sozusagen jetzt auf. Also wie gesagt, dieses gesichert Rechtsextrem wissen wir jetzt. Also es läuft so die Beobachtung an in immer mehr Bundesländern, auch bundesweit. Also könnten Sie sich vorstellen, dass es dann da so eine Dynamik gibt, dass sozusagen der Verfassungsschutz dann irgendwas fördert, irgendwas herausfindet, irgendwelche Internas, irgendwelche so, und dann tatsächlich dieses Verbotsverfahren dadurch nochmal eine ganz andere Dynamik bekommt? Oder glauben Sie wirklich, dass es eigentlich so ausgeschlossen ist, Bundesverfassungsgericht wird jetzt immer abbügeln? Es kommt natürlich ein bisschen drauf an, was rauskommt. Ja, also wenn jetzt rauskäme, dass Frau Weidel und Herr Chrupalla heimlich Attentatspläne haben auf den Bundeskanzler zum Beispiel. Oder dass man gerade plant, wie man dann sozusagen in einem halben Jahr den Bundestag stürmt und so weiter. Wenn das ernsthaft rauskäme und wenn das ernsthaft der Fall wäre, dann hätten wir sozusagen natürlich dieses Problem. Und das wäre auch das Einsatzgebiet dann des Bundesverfassungsschutzes und so weiter. Das ist eigentlich Quatsch. Da rechnet eigentlich kein Mensch ernsthaft damit, dass sowas rauskommt. Was rauskommen wird, wird immer noch mal weiter einzelne Äußerungen von einzelnen Mitgliedern, die dann irgendwie sich sehr ausländerfeindlich äußern, was nicht schön ist, was aber nicht dasselbe ist wie Verfassungsfeindlichkeit. Also insofern, das ist natürlich die Spekulation, dass sie sagen, ja, man versucht eine bestimmte Dynamik anzustoßen, es wird immer wieder darüber geredet und die AfD wird immer wieder stigmatisiert und gebrandmarkt als Nazi-Partei, als Partei, die verboten werden muss. Und man hat natürlich die Hoffnung, dass sich dieses Narrativ, heißt das heutzutage so modern, dass sich diese Erzählung von der AfD als Nazi-Partei, dass sie sich durchsetzt und dass dann irgendwann die Leute aufhören, die AfD nicht mehr zu wählen, weil sie sagen, naja, wir wollen gerne eine Partei, eine echte Oppositionspartei wählen, aber eine Nazi-Partei dann doch nicht. Ja. Also ich halte das für ein ziemlich durchschaubares politisches Manöver. Der Gegner, der stärkste politische Gegner, wird stigmatisiert, in der Hoffnung, dass die Wähler ihn dann weniger wählen. Also der Kernpunkt bei diesem Verbotsverfahren ist immer dieses kämpferisch-aggressiv. Das hat ja jetzt auch mal der Thüringer Verfassungsschutz versucht, irgendwie nachzuweisen, dass es die gäbe, was ja dann vor Gericht nicht durchgekommen ist. Was ist eigentlich sozusagen der Kernpunkt bei diesem kämpferisch-aggressiv? Das ist ja so ein Begriff, der immer auch so mit dem so hantiert wird, den man aber gar nicht so ganz aus der Sache heraus versteht. Also das Bundesverfassungsgericht sagt ganz klar, es muss zwei Dinge geben. Einerseits, die Partei muss die Verfassung abschaffen wollen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen wollen. Sie muss davon reden, sie muss das planen, sie muss das zielen. Aber, und jetzt ist ganz wichtig, die Partei muss vom Reden zum Handeln kommen. Das reicht nicht, wenn sie nur redet, sondern sie muss auch die Schwelle zum Handeln überschreiten. Und dann muss was passieren sozusagen. Also und das meint man mit kämpferisch aggressiv. Also man muss aggressiv gegen die Verfassung vorgehen und das muss auch eine bestimmte kämpferische Note haben. Ja. Also es reicht nicht, wenn man dann nur im Studio sitzt und sagt, die Verfassung ist Mist, wir wollen die abschaffen, sondern man muss dann auch auf der Straße oder sonst wo Aktionen unternehmen. Also das können dann jeden Montag riesige Demonstrationen, alles schwarz gekleidete Nazis, die Angst verbreiten zum Beispiel. Jeden Montag 100.000 Leute mehr zum Beispiel. Sowas. Oder was wir in den USA gesehen haben, dass plötzlich das Parlament gestürmt wird zum Beispiel. Und zwar, weil die AfD das vorgeschlagen hat, nicht irgendwelche Einzeltäter, die das Parlament dann stürmen und sagen, wir vernichten jetzt die Demokratie, sondern es muss von der AfD geplant und angestoßen und initiiert sein. Das sehen wir ja alles gar nicht. Es gab mal, das hat beim AfD-Verbotsverfahren 2017 eine Rolle gespielt. Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern einen kleinen Ort, der heißt Jamel. Der war bekannt dafür, dass viele Neonazis da eingezogen sind und die anderen Bewohner dann in Angst und Schrecken versetzt haben. Also sind dann
vorbeigegangen, haben im Vorgarten eine Demonstration gemacht und wollten die Leute vertreiben und so weiter und so weiter und so. Das wäre kämpferisch aggressiv, dass man irgendwie auch Aktionen macht, die aggressiv gegen die anderen Bürger vorgehen. Dieser Schritt muss gemacht werden. Und das sehe ich noch nicht mal ansatzweise irgendwo bei der AfD. Was man als viel sieht, sind aber auch so Zwischenstufen zum Verbot. Also wurde es auch so implizit, also wie gesagt, dieses kämpferisch aggressiv wurde ja zum Beispiel angebracht, um AfD-Mitgliedern das Waffenrecht zu entziehen. Dann geht es darum, Beamtenstatus. Gut, es geht natürlich auch darum, dass man einfach dann als AfD-Mitglied Angst haben muss, werde ich jetzt hier irgendwie gegebenenfalls beobachtet vom Verfassungsschutz und so weiter. Also ist das sozusagen so eine Art AfD-Verbot-Light, was da schon so versucht wird aufzubauen? Und wie geht man damit um? Also ist schon so, dass man sagt, okay, wenn wir die AfD nicht verboten kriegen, dann machen wir alles, was unterhalb dieser Schwelle irgendwie denkbar ist. Das sind genau die Dinge, von denen Sie gesprochen haben. Das halte ich rechtlich gesehen für sehr problematisch, weil das ja die Umgehung dieser hohen Hürden ist, die die Verfassung vorsieht für ein Parteienverbot. Das heißt, wenn man Beamte unter Druck setzt, weil sie AfD-Sympathisanten sind oder AfD-Mitglieder sind und sie deswegen wegen dieser Parteimitgliedschaft unter Druck setzt, dann nimmt man ja das vorweg, was das Bundesverfassungsgericht hätte machen müssen, nämlich die AfD verbieten. Wenn Beamte Mitglieder und Sympathisanten einer verbotenen verfassungsfeindlichen Partei sind, dann kann man sie natürlich unter Druck setzen. Das geht nicht. Aber wenn die Partei überhaupt nicht verboten ist und dann, dass man dann einfach sagt, naja, die müsste ja eigentlich verboten sein, ist sie nur gerade noch nicht und deswegen setzen wir dich als Beamten unter Druck, weil du AfD-Sympathisant bist, dann halte ich das für ziemlich rechtswidrig. Mhm. Also es passiert so lange, bis sich jemand wehrt. Und wenn der Beamte sich nicht wehrt, was ja auch nicht einfach ist, juristisch wehrt dagegen, dann geht es immer noch ein bisschen weiter und noch ein bisschen weiter und noch ein bisschen weiter. Es geht hier schon auch um Einschüchterung. Man will Wähler einschüchtern, indem man sagt, AfD ist eigentlich eine Nazi-Partei, müsste verboten werden. Man will auch Sympathisanten und man einschüchtern und man will Mitglieder einschüchtern. Ja. Das ist eine ganz perfide Strategie. Die Einschüchterung ist eigentlich ein spannendes Stichwort. Man hat ja auch das Gefühl, es geht teilweise vielleicht auch ein bisschen um Einschüchterung, denen die das befürworten. Weil es ist ja irgendwie schon ein sehr merkwürdiges Signal. Also für, wie gesagt, wir haben im Osten jetzt 30% AfD-Wähler. Da fragt man sich auch, wie soll das aussehen, wenn dann wirklich dann Verbot gibt? Also 30% der Leute dann das Gefühl haben, oder auch wenn es dann wirklich umgesetzt wird, ich kann die Partei nicht wählen, will gar nicht mehr wählen. Also ist ja auch dann irgendwie, also wie sollen die dann noch das Gefühl haben, dass sie noch in der Demokratie leben und so? Also das wäre wahnwitzig, wenn man eine 30%-Partei verbieten würde. Jetzt mal abgesehen von allen juristischen Problemen, die damit zusammenhängen. Das zerreißt die Gesellschaft. Diese 30%, die sagen ja, wir wollen Opposition, wir wollen einfach eine andere Politik haben. Und in der Demokratie sucht man sich dann halt die Partei, die eine andere Politik verspricht. Das ist normale Demokratie. Und wenn man denen jetzt sagt, ja, ihr dürft wählen, wen ihr wollt, aber nicht die. Weil die ist jetzt verboten. Jetzt müsst ihr mal gucken, was ihr jetzt mit den 30% macht. Das macht die Demokratie kaputt. Das treibt diese 30% und viele andere auch, die das sehen, die vielleicht gar nicht AfD wählen würden, die aber für die Freiheit sind, für die Parteienfreiheit und für die demokratische Freiheit sind, die treibt das dann sozusagen in die Demokratieverdrossenheit. Wie will man dann sagen, wir haben hier eine Demokratie, wenn man eine Partei verbietet, die von 30% der Leute gewählt wird? Das geht gar nicht. Hm. Jetzt sagen ja manche dann immer so, naja, gut, so schlimm wäre das, dann wird halt, also dann könnte ja Liste Alice Weidel, werde dann halt kommen, würden die Leute wieder wählen. Ist das eigentlich so, dass man das dann einfach, würde es dann einfach so eine Ersatzpartei geben? Oder ist das dann, oder wie starke repressive Maßnahmen gibt es dann eigentlich? Das ist natürlich ein Problem, weil mit dem Parteiverbot hängt auch zusammen, dass man nicht einfach eine Nachfolgepartei gründen darf. Das ist dann auch verboten, sozusagen. Da müsste man gucken, dann müsste man sagen, Liste Alice Weidel oder so ist weit weg von der AfD, ist was ganz anderes, ist keine Nachfolgepartei. Da sind die Grenzen natürlich fließend. Müsste man gucken. Das ist natürlich auch noch ein Problem, weil die 30% mit ihrer Meinung sozusagen, die kriegen sie ja auch nicht weg, dadurch, dass die Partei verbieten. Also auch deswegen ist es sinnlos. Das halte ich für, also diese Parteiverbotsdebatte, die halte ich für ein ganz hilfloses Zeichen von Leuten, die nicht mehr weiter wissen. Und die greifen dann zu irgendetwas, was verfassungsrechtlich undenkbar ist, was politisch unsinnig ist. Sie machen es einfach trotzdem, weil ihnen nichts mehr einfällt. Also diese Gruppe jetzt, die da versucht, Stimmung zu machen im Bundestag für das Parteiverbot, das ist was ganz Hilfloses, was Unhistorisches.
wenn es nicht so ein ernstes Thema wäre, dann könnte man es traurig finden. Was ja dann immer angebracht wird, ist wieder dieses, na gut, der Verfassungsschutz sagt das ja. Der Verfassungsschutz sagt ja, gesichert rechtsextrem. Also bei ganz vielen Fernsehsendungen heißt es ja immer, ja, sie sind ja fest, erwiesenermaßen gesichert rechtsextrem, wenn sie AfD-Politiker sind. Wie geht man eigentlich mit diesem Argument um vom Verfassungsschutz? Weil man muss ja ein Argument vielleicht sagen, vor Gericht hat der Verfassungsschutz ja jetzt zuletzt auch immer wieder mal Recht bekommen damit. Ja, also das ist irreführend, wenn man sagt, die Partei ist rechtsextrem, weil der Verfassungsschutz sagt, die Partei ist rechtsextrem. Das ist irreführend. Der Verfassungsschutz hat eine bestimmte Aufgabe. Der Verfassungsschutz ist aber auch eine Behörde. Der ist nicht sozusagen das unabhängige Forschungsinstitut, das völlig politisch objektiv untersucht, ob eine Partei rechtsextrem oder linksextrem ist, sondern er ist eine Behörde. Und die Behörde gehört in den Bereich des Innenministeriums, diese Behörde, Verfassungsschutz. Also der Bundesverfassungsschutz untersteht der Innenministerin Faeser, die Landesverfassungsschutzbehörden unterstehen den jeweiligen Innenministerien. Und unterstehen heißt, es gibt Weisungsgebundenheit. Das heißt, die Leute im Verfassungsschutz müssen das machen, was sie an Weisungen, was ihnen die Innenministerien vorgeben. Wenn es manchmal gibt es keine Weisungen, dann arbeiten die einfach so vor sich hin. Wenn es Weisungen gibt, dann müssen die beachten. Beamte sind an die Weisungen von Vorgesetzten gebunden. Das Parallelbeispiel hatten wir in der Corona-Zeit mit dem RKI, mit dem Robert-Koch-Institut. Sie können sich vielleicht noch an die Bilder erinnern, als dann in der Presse, die Pressekonferenzen waren, Gesundheitsminister Spahn am Anfang und dann Gesundheitsminister Lauterbach und daneben saß der Präsident des Robert-Koch-Instituts. Das sah so aus, als ob da auf der einen Seite die unabhängige Wissenschaft sitzt, nämlich der RKI-Präsident, der sagt, wie die wissenschaftliche Lage ist. Und auf der anderen Seite sitzt die Politik, die dann aus dieser wissenschaftlichen Expertise politische Konsequenzen zieht. Das war nicht so. Wir haben gesehen, es sitzt hier der Chef, nämlich der Gesundheitsminister, und sein Untergebener, nämlich der RKI-Vertreter. Und der RKI-Vertreter darf nichts erzählen, was ihm der politische Chef verboten hätte. Und genauso eine weisungsgebundene Behörde ist auch der Verfassungsschutz. Das heißt, wir können nicht, und das heißt auch mit anderen Worten, dieses Siegel, die AfD ist gesichert rechtsextrem, weil der Verfassungsschutz sagt, das ist eigentlich verhältnismäßig nichtssagend. Das würde auch für das Parteiverbotsverfahren keine präjudizierende Wirkung haben. Das Material, das der Verfassungsschutz sammelt, guckt sich das Bundesverfassungsgericht dann schon an bei so einem Verfahren. Es will aber viel mehr und viel tiefgreifenderes Material haben. Das würde nicht reichen. Was der Verfassungsschutz vor allen Dingen macht, ist, dass er so einzelne Äußerungen sammelt von Menschen, die vielleicht verfassungswidrig sind oder verfassungsfeindlich oder sehr, sehr kritisch sind. Und dann sagt, naja, in der Summe führt das dazu, es sind so viele Leute, die irgendwie mit der AfD zu tun haben und so viele Leute, die dann irgendwie die Verfassung kritisieren. Daraus schließen wir dann, dass die AfD insgesamt verfassungsfeindlich ist. Der Schluss ist nicht zulässig. Man kann nicht, weil 100 Mitglieder irgendwas gesagt haben, dann sagen, die Partei insgesamt ist verfassungsfeindlich. Also die Methode ist schon umstritten. Das ist ja auch das Problem gewesen bei diesem Prozess kürzlich vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster, als es um die Frage ging, darf die AfD als Verdachtsfall eingestuft werden vom Verfassungsschutz. Das Urteil kann man auch sehr kritisch sehen. Da läuft ja auch noch die Revision. Es ist genau das, die sammeln überall im Internet, in Social Media, in Zeitungen, in Leserbriefen und so weiter, sammeln die Material und gucken, ob man das der AfD zurechnen kann und ob das verfassungswidrig ist. Aber das heißt nicht, wenn man so x Aktenordner hat mit Material, dass das schon reicht. Weil zum Beispiel wird ja auch die Richtung der Partei nicht unbedingt von einzelnen Mitgliedern bestimmt, sondern es gibt ja auch die Vordenker zum Beispiel. Also wenn Sie sich angucken, was Frau Weidel und Herr Chrupalla sagt, immerhin die beiden Vorgesetzten, Vorsitzenden ja. der Partei, dann ist das ja was anderes als das, was in manchen Chatgruppen gesagt wird. Wenn wir die Frage stellen, naja, was meint denn die CDU zu dem politischen Problem? Dann gucken wir als allererstes mal, was sagt denn der Vorsitzende? Was sagt denn zum Beispiel Herr Merz?
Und dann gibt es vielleicht noch innerparteiliche Kritiker, dann gibt es vielleicht noch eine Diskussion in der CDU. Aber wir gucken doch nicht, ob irgendein durchgeknalltes CDU-Mitglied an irgendeinem Stammtisch irgendwas gesagt hat und sagen dann, das ist die Meinung der CDU. Genau das macht aber der Verfassungsschutz gerade bei der AfD. Ist nicht eigentlich auch ein Punkt so ein bisschen, sag ich mal, diese Twitter-Funktion des Verfassungsschutzes, weil eigentlich geht es ja bei diesen ganzen Kategorien, das sind ja eigentlich so interne Kategorien, also da geht es ja darum, wie arbeitet der Verfassungsschutz intern, wie geht er mit Sachen um, was darf er und so, dafür sind die ja da. Und plötzlich, also das gab es ja vorher nicht, plötzlich ist ja auch der Verfassungsschutzchef eine öffentliche Figur, der ins Fernsehen geht, der sagt so und so und quasi eigentlich so einen Zwischenermittlungsstand so breit tritt. Ja. Also plötzlich wird aus dieser internen Kategorisierung eine öffentliche, ein Stempel, wie Sie ja gerade gesagt haben. Gleichzeitig, wenn ich es richtig verstehe, die Gerichte urteilen ja wiederum auf Basis und sagen, naja gut, der Verfassungsschutz, das ist ja die interne Kategorisierung, naja, der Verfassungsschutz soll da seine Arbeit machen dürfen, also lassen wir den das so. Also das ist ja auch im Sinne. Genau, das ist ja auch der Punkt, das wird in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Diskussion missverstanden, von manchen wahrscheinlich auch bewusst missverstanden. Sie haben völlig recht, wenn man sagt, der Verfassungsschutz darf die einstufen als Verdachtsfall oder darf die einstufen als gesichert rechtsextrem, dann ist das eine interne Kategorie und das heißt, sie dürfen ein bisschen strenger hingucken, wenn es gesichert, je nachdem wie die Kategorie ist. Und wenn das in die Öffentlichkeit kommt, dann denkt die Öffentlichkeit weiß ja, die breite Öffentlichkeit jedenfalls weiß das nicht, dass das interne Kategorien sind, die denkt, das ist eine Abschlussentscheidung und eine abschließende, oder die Entscheidung, die getroffen wird nach einer abschließenden, objektiven Untersuchung. Und das ist es eben nicht. Es ist einfach so eine Hilfskategorie, die Verfassungsschützer intern haben, damit sie wissen, wie genau dürfen sie hingucken. Sie dürfen beim Verdachtsfall weniger genau hingucken als bei gesichert rechtsextrem zum Beispiel. Ja. Herr Böhme-Nessler, vielen Dank für das Interview. Ich danke Ihnen. Vielen Dank fürs Zusehen und vergessen Sie nicht, unabhängigen Journalismus gibt es nur unabhängig finanziert. Unsere Finanzierung sind Sie, unsere Leser. Insofern bitten wir um Ihre Unterstützung, wenn Ihnen unsere Arbeit auch auf der Homepage gefällt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Die Kreuze klar.